Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren, etwas kürzeren, denke ich, Frage- und Antworten-Video. Ihr habt wieder sehr viele Fragen gestellt unter sehr vielen Videos. Ich habe mir ein paar einzelne rausgesucht, die ich in diesem Video beantworten möchte. Ganz klassisch, einfach mal eine andere Perspektive, stelle ich mich hier vor die Tür. Eigentlich wollte ich mal auf Thema Türstörungen eingehen, weil es ja so ein Klassiker ist. Die Weiterfahrt verzögert sich aufgrund einer Türstörung. Da muss ich aber noch genau abklären, was ich denn da eventuell zeigen darf. Nicht, dass man im Nachhinein sagt, ja, ich würde irgendwas Sicherheitsrelevantes zeigen, was ich nicht darf. Weil wir haben natürlich auch an der Tür sehr viele Einrichtungen, von der von der Türnotentriegelung über die Drittstufe, die man auch mit dem Schlüssel schalten kann. Ich hoffe, ich kann euch da bald was zeigen. Kommen wir aber zum Frage- und Antworten-Video. Und ich habe mir natürlich hier wieder ein paar rausgepickt. Meine Videos leben ja von Spontanität. Ich skripte ja nichts irgendwie vor oder überlege mir vorher was, sondern ich stelle mich meistens einfach hin und mache dann diese Videos. Man sollte die Türen allerdings noch aufmachen, sonst kommt man nicht raus. Das Ganze beginnt letztendlich schon beim Ein- und Aussteigen aus dem Triebfahrzeug. Wenn man als Bahnmitarbeiter ins Gleis geht beispielsweise. Ihr seht jetzt hier, wir haben hier andere Gleise, auf denen Züge fahren, also hier fahren Züge bzw. Rangierfahrten, sagen wir es mal so, finden hier statt. Das heißt, ihr seht auch hier, hier ist nicht viel Platz. Ne? Wenn man jetzt hier rausgeht, muss man allein schon beim Aussteigen drauf schauen, dass nicht überhaupt ein anderer Zug, ups, dass nicht überhaupt ein anderer Zug hier quer fährt. Und man sieht es jetzt hier schlecht, wobei ich kann es mal vielleicht so zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da geht es locker einen halben Meter nach unten. Nicht sogar einen ganzen Meter, ja, weil hier ist jetzt kein ganzer Meter, aber es gibt Fahrzeuge, wo es einen ganzen Meter nach unten geht. Deswegen darf man beispielsweise auch nie vorwärts einfach rausspringen, weil man sich da übelst verletzen kann. Das sind halt eben Unfallverhütungsvorschriften. Drei-Punkt-Methode, entweder immer beide Hände an den Griffstangen und ein Fuß sozusagen am Boden oder auf der Leiter oder Treppe, je nachdem wie man halt das für ein Fahrzeug hat. Oder beide Füße eben am Boden bzw. auf der Leiter und man darf eine Hand loslassen. So ganz vereinfacht gesagt. Dann vor allem immer, wenn man nach draußen geht, kurzer Blick, dass nichts kommt, weil hier hinten natürlich eben Rangierfahrten stattfinden können. Und dann gehe ich sozusagen rückwärts raus. Hier ist kein großer Höhenunterschied. Bei einer Lok sind wir natürlich sehr, sehr weit oben, wo wir locker mal drei, vier Stufen nach unten müssen. Deswegen muss man da schon wirklich richtig aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Und dann stehe ich sozusagen ja mitten im Gleisbereich. So, ich bin jetzt mal auf der anderen Seite. Hier haben wir nämlich deutlich mehr Platz. Hier finden auch Zugfahrten statt, aber hier ist sehr viel Platz. Das heißt, wir können hier entspannt laufen, ohne dass wir uns gefährden. So, und jetzt geht das Ganze auch schon los. Wir stehen vor unserem Triebfahrzeug. Ist ein bisschen Gegenlicht. Hier beim 648 habe ich auch schon mal erklärt, der große Vorteil, man sitzt relativ weit vorne. Das heißt also, wenn ich jetzt theoretisch gesehen direkt hier vorm Triebfahrzeug stehe, könnte man mich trotzdem noch sehen. Wir haben aber Fahrzeuge, am 612er zum Beispiel da drüben, der da gerade rausfährt. Bei den elektrischen Fahrzeugen sowieso. Da sehen wir nach vorne die ersten 5 Meter gar nichts. Ja? Deswegen ist beispielsweise beim Überqueren der Gleisanlagen als Bahnmitarbeiter oder UVV-Unterwiesener immer ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten vor Fahrzeugen und vor allem, wenn das Fahrzeug besetzt ist, Sichtkontakt zum Triebfahrzeugführer zu halten, dass der euch definitiv gesehen habt, wenn ihr über die Gleise geht. Das heißt also, im Idealfall locker mal 5 Meter, dann ist man einfach safe. Ja, Blickkontakt und dann kann ich hier die Gleise überqueren, ohne wirklich totgefahren zu werden. Weil, wenn du oben drin sitzt, du siehst nach unten nicht straight runter. Dann haben wir beispielsweise auch Regelungen. Wir haben zum Beispiel, man sagt hier bei der Schiene oder hier oben, das ist der Schienenkopf. Ja, jetzt ist trocken. Es hat nicht geregnet. Hier ist eine relativ saubere Schiene. Ihr seht auch anhand der Betonschwellen,
dass sie sehr, sehr sauber sind. Es ist jetzt aktuell so, wenn ich so mache, nicht glatt. Ne? Sobald es aber regnet, sobald es gefriert, sobald irgendwie mal ein Triebwagen, Triebzug, irgendwas etwas Öl verliert, ist es hier oben extremst glatt, ja, auf dem Schienenkopf, also hier. Das heißt, sobald man da drauf tritt, haut es sich sofort hin, ja, im Normalfall. So, das heißt, du fällst hin, fliegst dann irgendwie meistens natürlich nach hinten, knallst dann mit dem Hinterkopf auf die andere Schienenoberkante oder so, oder auf den Schienenkopf, bist bewusstlos und liegst im Gleis. Ja, und dann kommt irgendwie, auch wenn es aus den 10 Minuten ist, der nächste Zug und fertig tot. Und das ist halt auch so ein Ding, die Leute denken, ja, der Zug steht, da passiert alles nichts, da kommt gerade kein Zug, haben aber eigentlich keine Ahnung, was hier überhaupt so gefährlich ist. Wir haben hier vorne, da will ich jetzt nicht hingehen, haben wir eine Weiche, die bewegt sich ja hin und her. Die hat einen Stellmotor, einen relativ großen. Wenn wir da reinlangen mit dem Fuß, mit der Hand und die stellt sich um, zerquetscht es euch dermaßen den Fuß und ihr kommt nicht mal mehr raus. Ja? Das ist auch sowas. Dann haben wir beispielsweise noch hier jetzt nicht, hier wie gesagt Betonschwellen, die sind, wenn ich jetzt hier hingehe, auch relativ, ja, ich sage mal nicht glatt. Bei Holzschwellen, wenn es vor allem gefriert oder nass ist, ist es so glatt, ja. Das heißt, wenn ihr auch allein schon hier auf Schienen, ja, auf Schwellen steigt, kann das irre gefährlich sein, weil es einfach hinhaut. Ne? Dann zeige ich euch noch was. Wir haben beispielsweise hier, ist ein bisschen Gegenlicht jetzt, Fremdstromkabel. Klar, da passiert jetzt nichts. Das sind ja ganz normale Kabel natürlich, die wir zum Anstecken benutzen mit Elektranten. Ich habe das aber auch schon gehabt, dass was kaputt war und tatsächlich spannungsführende Teile am Boden lagen. Ja, das heißt, ihr lauft hier lang und wisst aber eigentlich auch gar nicht, was es hier für Gefahren letztendlich geben kann, wenn man so ein Kabeldefekt ist. Ja? Das habe ich natürlich sofort gemeldet, ist logisch, aber das mal dazu. Ja? Wir haben zu erwähnen die Oberleitung, die ist jetzt mehrere Meter von uns weg. Als bahntechnisch Unterwiesener darf ich oder muss ich einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Als nicht bahntechnisch Unterwiesener muss ich mindestens 3 Meter Abstand einhalten. Denn hier sind 15.000 Volt drauf. Ja? Allein wenn ihr schon vielleicht einen Meter weg seid vor der Leitung und ihr seid in der Nähe, kann der Funken überspringen und ihr seid sofort tot. Ja? Da gibt es einen riesigen Lichtbogen, da gibt es ja auch mal so Gefahrenvideos von der Bahn. Ja, also ihr bräuchtet jetzt theoretisch nur ein kleines Stück da hochklettern und seid sofort tot. Ja, also das ist krank. Ja, deswegen hat nie irgendjemand was im Gleisbereich verloren. Das war jetzt mal ein ganz, ganz kleiner Teil von dem Nötigsten. Die Kamera hängt schief. Ja, weil die Leute immer denken, ich kann mal easy die Gleise überqueren, kommt kein Zug. Aber dass halt da noch ganz andere Gefahren lauern, von elektrischen Teilen, von beweglichen Teilen wie Weichen, von glatten Teilen, wo man wirklich hin will, hat es alles schon gegeben. Oder die Leute setzen sich die Bahnsteigkante runter und dann kommt halt doch ein Zug aus irgendeiner anderen Richtung, ja? Ich hoffe, ich konnte euch da mal so grob ein bisschen diese Gefahren zeigen. Ich zeige zum Abschluss jetzt noch was. Gehen wir in den Führerstand. Hier bei dem Fahrzeug, wenn ich jetzt ganz vorne an die Scheibe gehe, dann sieht man hier vorne die Kupplung. Ganz leicht noch. Wenn ich aber wirklich, da muss ich ja wirklich an die Scheibe vorgehen. Selbst bei diesem Fahrzeug sitze ich ungefähr so. Ja, jetzt seid ihr sozusagen auf Höhe von meinem Gesicht. Das heißt, auch hier sehe ich die ersten 2 Meter unten runter gar nichts. Wenn jetzt da jemand drüber läuft, einen großen 2 Meter Kerl, würde ich vielleicht noch sehen. Aber du siehst nach vorne runter nichts. Das heißt, du meldest dich fahrbereit, rangierst los.
schaust natürlich nicht vom Losfahren hier nach unten, weil, ne? Wozu auch? In der Regel machst du das ja nicht. Ja. Und dann, zack, fest in den Tod. Und dann merkst du es aber erst, wenn du drüber gefahren bist, weil du siehst es ja nicht. Ne? Also todgefährlich, wenn manche Leute da die Gleise überqueren. Aber gut. Das mal zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Und euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.